zeige ich Ihnen, wie Sie eine wirksame Creme gegen Pilzinfektionen von Fuß- und Fingernägeln herstellen. Ungefähr 8% der Bevölkerung sind mit diesen Problemen konfrontiert und diejenigen, die mit solchen Infektionen zu kämpfen hatten, wissen, wie schwierig es ist, sie loszuwerden. Was wir für diese Paste, für diese Creme brauchen, sind ein Behälter zum Mischen der Zutaten, ein Glasbehälter mit Deckel zum Aufbewahren der Paste, 2 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Natriumbicarbonat, 2 Esslöffel Kokosöl oder Shea Butter, etwas Pflanzenöl jeglicher Art und 10-15 Tropfen ätherische Tonafu-Ölmischung oder einfache Öle aus Oregano, Nelken, Rosmarin oder Zimt. Wie wir das Ganze zubereiten? Alle Zutaten bis zu den Pflanzenöl in eine Schüssel geben und verrühren, bis eine cremige Paste entsteht. Entschuldigung. Bei Bedarf noch etwas Pflanzenöl hinzufügen. Wenn Sie nicht über die Tonafu-Mischung verfügen, können Sie mehrere der genannten ätherischen Öle verwenden. Insgesamt sollte es jedoch 10-15 Tropfen sein. Sobald Sie eine cremige Paste erhalten haben, füllen Sie diese in den Glasbehälter mit Deckel. Tragen Sie die Paste idealerweise zweimal täglich für jeweils 30 Minuten auf die betroffenen Nägel auf. Ist es nicht möglich, genügt einmal täglich. Wickeln Sie den Fuß nach der Anwendung in Plastikfolie, Frischhaltefolie ein. Sie können ein leichtes Brennen durch das Salz verspüren, insbesondere wenn Sie Kratzer oder Risse haben. Aber keine Panik, wenn der Stich zu stark ist, waschen Sie den Bereich. Nach 30 Minuten mit warmes Wasser und Seife waschen. Wiederholen Sie diesen Vorgang etwas 4 Wochen lang. Machen Sie eine 3-4 Wochen Pause und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Infektion vollständig verschwunden ist. Diese Behandlung hat eine sehr gute Wirkung, muss jedoch je nach Person über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Manche Menschen leiden jahrelang an diesen Infektionen, sodass der Heilprozess auch länger dauern kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Zubereitung dieser Paste und eine baldige Genesung. Tschüss!